Hallo liebe Freunde der pixeligen Unterhaltung, Telespiel-Tobi hier. Ihr seht genau richtig, das ist nicht meine Couch. Und das bedeutet, ich bin unterwegs in einer fremden Stadt. Diesmal in Prag, in Tschechien. Laut TripAdvisor gibt es hier eine Bar, die sich Joystick-Bar nennt und der Name ist hier Programm. Neben diversen Arcade-Automaten soll es dort auch sogar Flipper geben und die findet man noch seltener als Spielautomaten in Deutschland. Das möchte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Also folgt mir auf einen kleinen Besuch der Joystick Bar. Los geht's nach dem Intro. Der Eingang zur Joystick Bar ist etwas in der Passage versteckt. Man muss schon wissen, wo es ist und etwas suchen. Und dann geht's auch noch in ein Kellergewölbe. Wenn man reinkommt, ist auf der rechten Seite eine schön gestaltete Wand und dort ist auch der Bereich, wo Tische und Stühle sind. Etwas weiter kommt dann der Bereich mit den ganzen Flippern. An den Pinballs habe ich mich etwas ausgetobt, weil man die eben so selten findet. Ein kräftiger Schluck und dann nur noch aussuchen, an welchen ich gehe. Der erste Flipper war Jurassic Park, mit schön gestaltetem Spielfeld und animierten Figuren. Wahrscheinlich war es mehr Zufall als Können, aber ich habe sogar ein Multiball-Spiel hinbekommen. Sehr cool sind natürlich immer die Dot-Matrix-Animationen. Hier leider Game Over. Weiter geht's zu Roller Games. An dem Flipper habe ich den Ball eigentlich am längsten auf dem Tisch gehalten. Und zwischendurch war da ganz schön Disco angesagt. Popeye habe ich irgendwie kaputt gekriegt, der Ball wurde irgendwo gefangen und da ging es nicht mehr weiter. Der Tisch Black Lagoon hatte so ein B-Movie-Thema. Und ich denke, das ist so etwas an Swamp Thing angelehnt. Weiter geht's zu den Arcade-Automaten und als Sit-On gibt's da Manx TT. Ja, die Bar heißt Joystick und Arcade Bar und entsprechend gibt's natürlich auch einiges an Automaten, nicht nur Pinballs. Etwas kurios fand ich den linken hier im Bild. Das ist nämlich im Endeffekt ein Mega Drive Multi-Select-Automat. Ich bin das Ganze einmal durchgegangen und neben Afterburner darf natürlich auch Golden Axe nicht fehlen. Neben Arcade-Automaten haben sie auch solche Konsolen-Anspielstationen, wie man sie aus dem Elektromarkt kennt. Das ist zum einen eine PS2 Slim und die Wii U. Und was wäre eine Bar ohne eben eine Bar? Die Getränke sind von Sub-Zero höchstpersönlich gekühlt. Wie die Wand am Eingang ist auch der Toilettenbereich sehr schön gestaltet. Bevor ich das Video mit einem letzten Komplettrundgang durch die Bar beende, habe ich noch ein Let's Play von Blazing Star, zumindest vom ersten Level. We'll be right back.
Skill is great. Mit so einem tollen Lob kann man doch den Abend beenden. Hier also nochmal ein letzter Rundgang durch die ganze Bar. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen und ich hätte noch können die ein oder andere Münze in einem Flipper versenken. Leider musste ich am nächsten Tag früh raus, das heißt also ab in die Federn. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Telespiel-Tobi. Stop it.